hoch, höher, am höchsten. Holy shit, mein Krypto-Portfolio hat sich 2023 circa verdreifacht und das, obwohl ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass 2023 ein richtig schlechtes Jahr für Krypto und für Aktien im Allgemeinen sein wird. Herzlich willkommen hier zu diesem Video. Das Jahr 2023 ist vorbei, 2024 beginnt gerade. Ich will in diesem Video einmal kurz reflektieren, einen Ausblick geben und vor allem natürlich mit euch die Kryptomärkte anschauen. Bald sollen die Krypto-Bitcoin-ETFs live gehen. Die ganzen Kryptomärkte sind ja richtig heiß. Das heißt, wir werden, und das heißt, du solltest dieses Video auf jeden Fall bis zum Schluss ansehen, denn wir schauen uns dann noch die Altcoins an, mit denen man fette Rendite machen kann. Aber zu Beginn einmal die kurze Reflexion. Ich dachte eigentlich, 2023 wird ein bearisches Jahr, denn die Situation war und ist, und das ist das große Problem, warum ich noch nicht ganz bullish sein kann, aber dazu später. Das Problem ist einfach, wir haben den historischsten Zinsanhebungszyklus der Welt erlebt. Ich weiß, jetzt will das keiner mehr hören, denn die ganzen Kurse steigen und ja, ich bin dabei und ja, mein Kryptoportfolio hat sich verdreifacht und ja, wenn alles hochgeht, bin ich voll am Start und freue mich und mache fette Renditen, aber dennoch haben wir den Schaden der Zinsen noch nicht erlebt. Es kann natürlich sein, und das ist die Bedingung und das ist das, was entscheidend ist für 2024, Zinsen, Schulden werden immer nur dann zum Problem, wenn refinanziert werden muss. Es musste aber niemand 2023 refinanzieren. Das bedeutet, niemand haben die hohen Zinsen gestört. Die Haushalte haben seit der Finanzkrise 2008 die Zeit genutzt, um ihre Balance Sheets in Ordnung zu bringen. Die Corporations, also die Unternehmen, haben auch die Niedrigzinsphase von vor Covid genutzt und natürlich nach Covid, bis dann die Zinsen angestiegen sind, genutzt, um sich langfristig zu verschulden. Nur der Staat verschuldet sich richtig. Das bedeutet, sowohl Haushalte und Unternehmen leiden unter den gestiegenen Finanzierungskosten noch nicht. Die werden erst dann leiden, wenn die Zinsen fällig werden. 24, 25 und 26 sind die Jahre, wo es wirklich zur Sache geht, wo richtig viele Schulden fällig werden. Und dann kommt entweder die Krise, wenn der Zins noch hoch ist, oder das Goldilöckchen-Szenario. Es kann natürlich auch sein, dass aufgrund einer fallenden Inflation die Zinsen dann wieder auf niedrige Niveaus kommen und dann die Krise ausbleibt. Aber die Risiken sind noch immer hoch, vor allem, weil 2023 mit einem brutalen Pessimismus gestartet hat, 2024 aber mit einem brutalen Optimismus startet. Und das ist, wie wir alle wissen, oft eine schlechte Kombination. Denn wenn jeder bearish ist, heißt das, die meisten Leute haben Aktien oder Krypto oder was auch immer bereits verkauft, wollen, dass es weiterfällt, weil sie billiger einkaufen wollen, verbreiten deswegen bearische Narrative. Aber wenn sie schon verkauft haben, ist niemand mehr da, der verkauft, es sind nur noch Käufer übrig und die Kurse steigen. Nun ist die Frage, ob wir uns nicht langsam dem gegenteiligen Moment annähern, wo jeder schon gekauft hat, deswegen bullische Narrative verbreitet, aber wer soll weiter kaufen? Wie gesagt, mir geht es nicht darum, die Zukunft zu prognostizieren. In keinem meiner Projekte geht es darum, die Zukunft zu prognostizieren. Ich bin schlau genug, um zu wissen, dass ich das nicht kann, auch nicht können muss. Wie gesagt, obwohl ich von einem negativen Jahr ausgegangen ist, hat sich mein Kryptoportfolio verdreifacht. Warum hat sich mein Kryptoportfolio verdreifacht? Weil ich seit Anfang dieses Jahres in fast jedem Video, in fast jeder Börsenbriefausgabe immer wieder betont habe, dass wir Krypto kaufen. Das heißt, ich habe Bitcoin, Ether und später einige Altcoins sukzessiv jeden Monat mit der Cost-Average-Methode gekauft. Und natürlich hat sich Bitcoin verdoppelt
Und weil sich Bitcoin verdoppelt hat, naja, ist natürlich auch das Portfolio schon mal richtig im Plus. Und dann natürlich klar, mit ein paar Altcoins, wenn du dann Verdreifachungen, Vervierfachungen hast, kommt natürlich die Mega-Rendite. Warum erzähle ich das jetzt nochmal? Nicht, um hier raushängen zu lassen, wie gut das gelaufen ist, sondern um zu betonen, es geht beim Investieren immer darum, dass das, was ich nicht weiß, größer ist als das, was ich weiß. Es geht immer darum, nicht falsch zu liegen, ist wichtiger als richtig zu liegen. Und wenn du einmal die Erfolgsgeschichten der erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt verfolgst, wirst du feststellen, dass es meistens wichtiger war, dass sie nicht falsch gelegen sind, nicht alles verloren haben, als dass sie immer alles gewonnen haben. Also das noch einmal hier als kurze Erwähnung. Wie geht es jetzt weiter? 2024 wird ein wahnsinnig interessantes Jahr. Ich habe natürlich, wie jeder auch, reflektiert. Es ist immer die Zeit, wo sich jeder überlegt, wie war mein Jahr, wie wird mein nächstes Jahr, wo will ich hin? Und vor allem, und das ist für mich immer die wichtigste Reflexion, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Why I do the things I do? Denn im Endeffekt geht es hier darum, du hast nur ein Leben. Das Leben ist kurz, du musst dich anstrengen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was so kostbar ist als deine Zeit. Und wie ich sie einsetze, ist natürlich für mich die Frage, wie kriege ich das meiste raus? Und deswegen habe ich mich natürlich auch gefragt, wieso mache ich eigentlich diese YouTube-Videos? Warum tue ich es mir an, so viele Videos aufzunehmen? Man muss ja auch mal ehrlich sein, es kommt natürlich auch, und ich denke, das ist normal, mega viel Hate. Es kommt aber auch mega viel positives Feedback. Aber wir alle kennen das ja, oder? Wenn man mit einer Person spricht und diese Person gibt dir 10 positive Resonanzen und eine negative Resonanz, gehst du natürlich aus dem Gespräch mit der negativen Resonanz im Hinterkopf. Man nennt es auch Loss Aversion. Also alles, was man verliert, tut immer doppelt und dreifach weh. Aus diesem Grund stechen natürlich die negativen Kommentare stärker hervor, auch wenn die meisten in der Community durchaus positiv, konstruktiv gestimmt sind. Was ist die Antwort? Warum mache ich diese Videos? Ich mache diese Videos deswegen, weil wir uns immer mehr zunehmend auf eine soziale Katastrophe hinbewegen. Das bedeutet, wir haben ein demografisches Problem, eine demografische Katastrophe, wo kein politisches Konzept nur irgendwie bereit ist, die abzuwenden. Und wir haben eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, zunehmende Ungleichheit. Zunehmende Ungleichheit bedeutet, durch die ganzen Gelddruckorgien der Zentralbanken und der Politiker, der Staat hat das ganze Geld dieses Jahr ausgegeben. Woher kriegt der Staat es? Er muss es über Schulden aufnehmen. Die Steuereinnahmen reichen bei weitem nicht. Die Schuldenlast wird immer weiter explodieren. Die werden alle am Balance Sheet der Zentralbanken landen, diese Schulden. Das ist eine unaufhaltsame Bewegung, und die Konsequenz ist, dass jeder, der Risiko eingeht, wird belohnt. Das heißt, jeder, der spekuliert, wird belohnt. Jeder, der spart, wird bestraft, weil sein Geld entwertet wird. Und mir geht es darum, ich habe 2016, 2015, 2016 meine ersten Ether bei $2 gekauft. Ich hatte keine Ahnung, warum Ether gestiegen ist, hatte sozusagen in der Hinsicht einfach nur Glück. Das Können war dann, als ich Gewinne mitgenommen habe. Das ist der wichtige Unterschied zwischen Glück und Können, dass es hochgeht. Glück, dass man Gewinne mitnimmt, Gewinne sichert und dann billiger wieder einsteigt und so weiter. Das ist dann alles Können. Es geht darum, wir bewegen uns auf diese soziale Katastrophe hinzu, wo für die einen, die werden immer reicher, weil sie das Spiel verstanden haben, Risk Assets kaufen, Immobilien, Aktien, Kryptowährungen, die werden brutal explodieren aufgrund der Schulden. Und die anderen, die das nicht verstanden haben und auf einmal ihre Miete nicht mehr bezahlen können, sind die Gelackmeierten. Denn natürlich, wenn die Immobilienpreise hochgehen, gehen auch die Mieten hoch und so weiter. Die Inflation frisst das Geld der Leute auf. Und für mich war der entscheidende Punkt, als ich angefangen habe, mich in diese Themen reinzufuchsen, sie aufzusaugen und so weiter, habe ich es geschafft, finanziell frei zu werden. Was bedeutet, dass ich nicht in dieser prekären Situation bin, sondern ich bin in der Situation, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen kann, die Zeit und die Energie habe, davon zu lernen und natürlich dann die finanziellen Gains mitzunehmen. Und das ist genau der Antrieb für den YouTube-Kanal, dass ich dieses Wissen, dieses Knowledge, das mein Leben verändert hat, mit euch teilen möchte. Das bedeutet, ich will euch das Wissen mitgeben, was für mich der Game Changer war, in der Hoffnung, dass es auch für euch der Game Changer sein wird. Das ist mal ganz wichtig. Wir haben zusätzlich ein Problem, und das ist für mich auch immer ein
gewissermaßen ein Interessenskonflikt, denn auf der einen Seite will ich dieses Wissen hier mit euch teilen, einen YouTube-Kanal aufbauen, natürlich mehr Reichweite bekommen, um mit mehr Leuten dieses Wissen zu teilen. Auf der anderen Seite hat man aber eigentlich das Problem, dass 90% der Inhalte, die im Internet angeboten werden, kompletter Schwachsinn sind und nur eine Funktion haben, nämlich dir deine Zeit zu rauben, dich und deine Zeit zu berauben. Denn heutzutage haben die mächtigsten Unternehmen dieser Welt ihre Geschäftsmodelle darauf aufgebaut, dich vor dem Screen zu kleben. Und natürlich will ich auch, dass du vor dem Screen bist, sonst kann ich ja meine Inhalte nicht mit dir teilen, meine Nachricht nicht zu dir bringen. Aber gleichzeitig weiß ich, dass für die meisten das Beste wäre, sie würden 90% Screentime reduzieren, sich auf die Dinge fokussieren, die wirklich wichtig sind. Genau aus diesem Grund habe ich mit meinem Mentor, der bei einem DAX-Konzern das Asset Management leitet, das heißt, er ist ein wirklicher Kenner der Expertise, er hat das wirklich drauf, also nicht mit irgendeinem, der sich als Experte brandet, sondern einer, der wirklich weiß, wovon er spricht, den Börsenbrief gestartet. Und beim Börsenbrief geht es genau darum, einmal im Monat 15 Minuten bis 20 Minuten sich mit dem Thema Finanzen konstruktiv auseinandersetzen, sein Geld nicht verlieren, sein Geld in einem Beta-Portfolio, das heißt diversifiziert, global diversifiziert, erhalten, mit der Marktrendite weiter wachsen zu lassen. Das Problem am Projekt Balthasars Börsenbrief ist natürlich, dass niemand oder die wenigsten sich einmal im Monat 15 Seiten reinziehen wollen, sondern die meisten wollen Push-Benachrichtigungen einmal pro Tag, Dopamine und so weiter. Das große Problem ist aber, dass Erfolg, finanzieller Erfolg oder jeder Erfolg im Leben eigentlich nicht so funktioniert. Man muss immer versuchen, die Dopamine aufzuschieben. Man muss immer versuchen, die ganzen Push-Benachrichtigungen auszumachen. Alter, ich habe an keinem Device irgendwelche Push-Benachrichtigungen, weil wer einmal gestört wird, das besagt die Wissenschaft, braucht 23 Minuten, um wieder in den Arbeitsflow reinzukommen. Im Schnitt werden wir aber alle 3 Minuten gestört. Also das ist brutaler Wahnsinn. Und genau aus diesem Grund kommt der Börsenbrief einmal im Monat. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wir werden den Börsenbrief weiterschreiben. Wir werden mit dem Börsenbrief einige Veränderungen vollziehen. Das bedeutet, wir werden die Portfoliostruktur trennen. Also es wird ein Beta- und ein Alpha-Portfolio geben. Das Grundprinzip des Börsenbriefs wird aber immer das gleiche bleiben, einmal pro Monat in einem Format. Ich überlege oder wir überlegen, ein Video mitzuschicken. Das bedeutet, es gibt dann den Börsenbrief einmal in Print, das bedeutet, ich kann ihn mir durchlesen, und einmal als Video für die, die nicht die Zeit haben, ihn sich durchzulesen, dass die ihn auch anschauen können. Und das Prinzip des Börsenbriefs wird immer das gleiche sein. Es geht um den langfristigen Vermögensaufbau und um den Vermögenserhalt mit wenig Zeit. Denn du musst das Geld in die Arbeit schicken und nicht dich vom Geld oder fürs Geld in die Arbeit schicken lassen. Die meisten Leute machen den Fehler, dass sie denken, nur weil sie mehr Zeit auf YouTube verbringen, mehr Videos anschauen, werden sie die besseren Investoren. Das ist nicht der Fall. Die besten Investoren sind die, die immer, oder ich habe das analysiert, von den besten Investoren, die haben meistens ganz wenige Bewegungen gemacht, ganz wenige Aktien gekauft oder verkauft, ganz wenige Moves gemacht, aber dann im richtigen Moment voll durchgezogen. Und das ist eben genau das, was Warren Buffett sagt. Wenn der Golfball kommt, dann musst du zuschlagen. Die meisten Investoren schlagen den ganzen Tag und treffen natürlich keinen Ball, weil der Ball kommt halt oft nur einmal im Jahr oder alle 3 Monate mal oder einmal im Monat. Und genau aus diesem Grund Börsenbrief einmal im Monat. Es tut sich aber gerade eine weitere wahnsinnig interessante Opportunität auf. Ich habe ja gesagt, ich habe mein Kryptoportfolio seit Anfang des Jahres verdreifacht. Und wer genau zugehört hat in meinen Videos, hat auch verstanden, dass ich in jedem Video sage, there's a time for everything. Das bedeutet, 2022 war nicht die Zeit, sich wahnsinnig intensiv mit Finanzen zu befassen. 2023 war auch nicht diese Zeit. Ich glaube, wir kommen aber jetzt in einen Moment hinein, wo gerade in den manchen Kryptoprojekten wahnsinnig viel Alpha zu holen ist. Ich habe ja gesagt, Solana, bin bei ca. $30 eingestiegen, IMX, paar andere Coins, richtig fette Renditen gemacht. Das waren aber noch die Large Cap Coins. Wenn wir uns das anschauen, wird es immer mehr neue Projekte geben, die 90% kompletter Bockmist sind, aber die eine wahnsinnig interessante Welle hinlegen,
werden und diese Welle werde ich natürlich surfen. Und das bedeutet, es wird für die Leser des Börsenbriefs zunächst ein zusätzliches Produkt geben. Das ist, wird eine Alpha-Gruppe sein, wo ich meine Altcoins teile. Das bedeutet, wenn ich einen Altcoin kaufe oder verkaufe, werde ich eine Gruppe machen, wo die Benachrichtigungen rausgehen und die Leser des Börsenbriefs werden natürlich zuerst die Möglichkeit haben, in diese Gruppe beizutreten. Das bedeutet, wenn dich das interessiert, abonniere den Börsenbrief, dann wirst du da auf dem Laufenden gehalten. Warum mache ich das so? Einmal möchte ich zuerst mit den Lesern des Börsenbriefs starten, weil ich sage, jeder, der von Anfang an bei meinen Projekten dabei ist, sollte auf jeden Fall einen Vorteil haben und zuerst Zugang bekommen. Die werden auch einen starken Rabatt bekommen, um das zu incentivieren. Aber zusätzlich geht es darum, dass beide Projekte eine andere Funktion haben, aber wichtig sind. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, ich fokussiere mich auf meine Arbeit, ich verdiene viel Geld, ich weiß, in meiner Arbeit habe ich den höchsten Hebel, jetzt will ich das Geld investieren. Für diese Leute ist der Börsenbrief, die wollen sich nicht stark damit auseinandersetzen. Für die Leute, die aber sagen, ich will mehr als vielleicht ein, zwei Stunden im Monat mich mit dem Thema befassen, ich will mich vielleicht ein, zwei Stunden in der Woche mit dem Thema befassen, ich will mich wirklich aktiv in diese Altcoins reinfuchsen, für die wird es dann diese aktive Alpha-Gruppe geben. Das gesagt, wollen wir einmal ins Marktupdate rein starten. Wir schauen hier einmal mit dem Screenshare los. Ich muss einmal das Screenshare starten. Wir sehen hier den Bitcoin-Chart auf Jahresebene. Es war ein brutales Jahr 2023, 2024 hat auch mega stark gestartet. Es wird sicher um die 50.000-Ebene, zumindest wenn man sich des Charts bemüht, eine Art Konsolidierung geben. Das ist auch gut so. Ich habe das, glaube ich, in mehreren Videos bereits gesagt. Für mich wäre es generell super bullisch, wenn wir eine länger anhaltende Konsolidierung sehen. Ich habe das bereits hier gesagt. Wir hatten jetzt halt hier schon eine Weile Konsolidierung und das ist gut so, denn das gibt immer die Möglichkeit, dass die Moving Averages nachziehen. Das gibt die Möglichkeit, dass neues Kapital reinfließt, um den nächsten Move zu ermöglichen. Was man niemals will, ist ein zu starker Ausstieg nach oben, denn dann kann niemand mehr kaufen, niemand zumindest der rational ist und dann brauchst du immer die brutale Gegenbewegung. Es werden die ETFs kommen, BlackRock und Co. werden einen starken Incentive natürlich haben, diese ETFs zu verkaufen. Das wird den Bitcoin-Preis nach oben treiben, langfristig. Ich kann mir aber kurzfristig vorstellen, dass wir einmal beide Rumors Sell the News sehen. Vielleicht kommt dann irgendwann nochmal eine Wirtschaftskrise. Das wären alles Argumente, dass es nochmal richtig nach unten geht. Aber diese Korrektur wäre auf jeden Fall kaufenswert. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wie sieht es denn mit der Bitcoin-Dominanz aus? Weil das ist ja das, was entscheidend ist. Jeder weiß, mit Bitcoin ist vielleicht nochmal ein Verdoppler drin. Vielleicht, wenn es gut läuft, 3x, irgendwie sowas. Aber die richtig interessanten Gains im Kryptomarkt sind ja die Coins, die das Potenzial haben, 100x zu machen. Und dazu ist es eben wichtig, sich immer anzuschauen, was macht denn die Bitcoin-Dominanz? Wir sehen hier, seitdem, das war der letzte Bullenmarkt, hat die Bitcoin-Dominanz brutal abgenommen. In dieser Zeit sind die Altcoins explodiert. Da gibt es die Chance, richtig fette Renditen zu machen. Im letzten Bullrun war zum Beispiel DFI einer meiner besten Performer, was die Coins anbelangt. Aber wenn wir uns das jetzt hier anschauen, sehen wir, wir waren generell dieses ganze Jahr im Aufsteigen der Bitcoin-Dominanz. Das bedeutet, im Schnitt war es besser, in Bitcoin investiert zu sein. Natürlich gibt es den einen oder anderen Altcoin, der Bitcoin brutal outperformt hat, zum Beispiel Solana. Die Frage ist aber, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Altcoin dann im Portfolio hast und nicht die ganzen anderen Altcoins, die gegen Bitcoin verlieren. Jetzt ist die Frage, geht es hier weiter nach oben mit der Bitcoin-Dominanz, dann wäre es weiterhin besser, überwiegend in Bitcoin investiert zu sein. Oder sehen wir jetzt halt hier das Reversal und die Bitcoin-Dominanz geht wieder nach unten. Ich schaue mir auch immer, und das ist super wichtig, den Total Free Chart an. Einfach deswegen Total Free heißt, wir haben hier das gesamte Krypto-Market Cap ohne Bitcoin und
Ethereum, also nur diese Coins, die sozusagen das Potenzial dann haben, richtig abzugehen. Und ich habe seit einigen Monaten schon in den Videos gesagt, das hier ist die Area, die wirklich wichtig ist. Wir sind drüber. Hier beginnt für mich die Altcoin-Season. Wir sind momentan in einer Altcoin-Season, aber ich habe hier am Anfang des Videos breit erklärt, warum ich noch immer ein wenig konservativer unterwegs bin. Einfach deswegen, weil ich mir diesen einen Washout-Event, den wir zum Beispiel, und das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn wir uns einmal den Wochenchart anschauen, hier der Washout-Event war eben hier beim letzten Mal Covid. Als Covid passiert ist, davor waren alle Bullenmarkt, 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 dann kommt das, womit keiner denkt. Covid, Washout, alle Weekends draußen, das hat aber dann den Weg geebnet für den nächsten fetten Run. Also das einmal soweit. Dann, wie sieht es mit den Altcoins aus? Solana sieht richtig, richtig krass aus. Mit Solana war dieses Jahr meine beste Position. Ich bin bei ca. $30 eingestiegen. Man hätte hier, da war ich leider in der Weihnachtsstimmung, also überhaupt nicht an den Charts, hätte man auf jeden Fall mal seinen Einsatz rausnehmen sollen. Hier ca. bei 120. Habe ich nicht gemacht. Ich habe die Position einfach laufen lassen. Ich störe mich jetzt auch nicht daran, weil wie gesagt, mein Kryptoportfolio ist von meinem gesamten Portfolio noch ein überschaubarer Teil. Von dem her kann ich noch ruhig schlafen, auch wenn ich dann mittlerweile mit Solana fast die größte Position habe. Dann gibt es andere Altcoins, in die ich zum Beispiel interessiert bin. Worldcoin. Worldcoin ist ein super interessantes Projekt, einfach deswegen, weil eine interessante Persönlichkeit dahinter steht und ein interessantes Narrativ. Glaube ich an dieses Narrativ? Nein, ich glaube nicht an ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich werde auch niemals meine Augen scannen lassen, aber ich glaube, es gibt Leute, die dahinter stehen und die Möglichkeiten haben, die Ressourcen haben, das Ding hochzupushen. Dann IMX, ein anderer Coin, in den ich investiert habe. Warum habe ich in IMX investiert? Einfach deswegen, weil das Momentum da war und das ist immer die interessante Geschichte, worum es jetzt vor allem gehen wird. Und das wird dann auch Bestand der Alpha-Gruppe sein, ist, sich diese Altcoins anzuschauen, die richtig, richtig, richtig Potenzial haben. Das heißt, neue Projekte, wo bis zu 100x drin sind. Und wenn wir hier nochmal weiterschauen, was ist noch interessant in der Kryptowelt gerade? Ich finde INJ mega interessant, vor allen Altcoins anschauen, und das ist wichtig, die bereits ihr letztes All-Time-High gebrochen haben. Diese Coins haben Momentum, INJ hat ein neues All-Time-High gemacht, konsolidiert gerade. Ich finde auch Kaspa interessant, wobei das gerade sehr stark konsolidiert, hatte aber einen brutal starken Move, ist ein neues Projekt. Das Entscheidende ist immer, bevor wir jetzt auf diese ganzen Altcoins einzeln eingehen, dass man erkennt, wo ist gerade der Makrotrend? Jeder, der 2021 nach dem Covid-Crash investiert hat, hat fette Renditen gemacht. Warum hat jeder fette Renditen gemacht? Ganz einfach, die Flut hebt alle Boote, alles ist gestiegen. Wir haben uns hier Bitcoin-Market-Dominanz angeschaut und den Total-Free-Chart. Wir sind noch nicht ganz in diesem Bereich, wo alle Coins steigen. Wir nähern uns aber immer mehr. Wichtig wird zum Beispiel ein Signal, dass die Fed jetzt Geld drucken muss oder so. Also es kann einfach noch sein, dass wir eine fette Krise sehen und dann ganz viele der aktuellen Glücksritter ausgewaschen werden. In dieser Hinsicht, das war's mit diesem Video. Ich freue mich über dein Feedback. Ihr wisst Bescheid. Gebt auf jeden Fall ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden, damit wir noch mehr Leute erreichen können. Und ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Video.